Guten Morgen, Martin. Mein Name ist Thorsten. Wir sind hier in der Soester Börde oder nahe der Soester Börde. Da sind wir auch in dem Werk zu Hause, wo ich tätig bin, in Soest bei Querneland. Und dort produzieren wir Einzelkorntechnik und weitere Seetechnik. Und in dem Zuge wurden wir heute eingeladen. Wir sind hier bei der Traction, beim Traction Bootcamp genau gesagt. Neben uns sind noch vier weitere Hersteller da und es geht heute um das Thema Einzelkorntechnik. Und da haben wir eine Kombination mitgebracht. Man sieht die jetzt gleich hier hinter uns. Ein Fronttank aus unserem Hause und dann hinten angebaut eine Optima F mit einer Highspeed-Seereihe, die Optima SX. Und die würde ich dir jetzt gerne noch mal ein bisschen vorstellen. Also jetzt schauen wir uns die Maschine hier noch mal gerade etwas detaillierter an. Also wir haben eine Optima F, das ist unsere Rahmenbauweise. Heißt also, wir haben einen parallel hydraulisch klappbaren Rahmen. Der klappt jetzt hier von 6 Meter Arbeitsbreite ganz einfach auf 3 Meter Straßentransportbreite zusammen. Und so kann ich wusch dann weg von dem Feld. Da muss es dann zackig gehen und einfach ohne die Kabine zu verlassen. Das ist nur auf den Rahmen bezogen. Die Reihe Optima SX habe ich eben schon einmal erwähnt. Hier haben wir jetzt einen Reihenabstand von 45 cm. Der würde zu Kulturen wie zum Beispiel die Zuckerrübe passen und dann aber auch anschließend der Mais, wenn wir über Biogas-Mais oder Milchviehbetriebe im Maisanbau reden. Alles, was später gehäckselt wird, in der Regel nimmt solche Reihenabstände. Da habe ich halt den Kombi-Effekt der Maschine. Ich kann die halt ganz früh schon zur Zuckerrübenaussaat einsetzen, brauche dann nicht weiter was umbauen und gehe dann direkt in die Maissaison hinein. Das High-Speed-Element haben wir hier, ist ein Überdrucksystem. Wir schießen also die Körner mit Überdruck in die Erde. Wo liegt der Vorteil darin? Gegenüber Vakuumsystemen, wo das Korn im freien Fall fällt, können wir durch diese Beschleunigung, den Schuss des Saatkornes, können wir die Präzision erhöhen. Wir sind also sehr präzise, das bei Geschwindigkeiten von so geringen wie 6, 7, 8 Stundenkilometer, aber bis rauf bis 18 Stundenkilometer. Mit welchem Druck werden die reingeschossen? Das sind 60 Millibar oder einen anderen Wert, im Schnitt 60 Millibar beim Mais, einen anderen Wert mal genannt. Das sind ungefähr 70 bis 75 Stundenkilometer, mit dem so ein Korn da rausgeschossen wird. Jetzt fragst du gerade, so eine Frage ist ganz interessant, wenn wir uns jetzt mal überlegen, durchschnittliche Vorfahrtgeschwindigkeiten in Sekunde, Meter pro Sekunde, könnten zum Beispiel 2,80 Meter sein, jetzt habe ich es gerade nicht geläufig, sind ungefähr 10, 11 Stundenkilometer. Und wenn ich einen Legeabstand von 28 Zentimetern hätte, das wären ungefähr 8 Pflanzen pro Quadratmeter, dann lege ich jede Sekunde, jede Reihe 10 Körner in die Erde. In jeder Sekunde. Und das sind so technische Daten, die, finde ich, hat auch nicht jeder Landwirt parat. Und das ist mal ganz interessant, das mal gehört zu haben. Was leistet denn die Technik überhaupt in dem Moment an der Ablagegeschwindigkeit? Da gibt es noch, jetzt haben wir gerade gesagt, 10, 12 Körner pro Sekunde, die geschossen werden. Und das ist noch nicht alles. Wir haben hier noch ein Patent auf dem System, das nennen wir GeoSeed. Das gibt es in zwei Ausbaustufen, GeoSeed Level 1. Bedeutet, wir können jetzt diese 12 Reihen, die an der Maschine sind, können wir so miteinander synchronisieren, dass wir festlegen können, ob die Körner alle in einem quadratischen Verband zueinander liegen sollen oder in einem Dreiecksverband. Worin liegt der Vorteil für den Landwirt? Die optimalste Ausnutzung von Wasser und Nährstoffen im Boden ist dadurch gegeben. Ich habe halt den Standraum jeder Pflanze genau bestimmt. Und das ist so ein Feature, was wir in unsere Maschinen einbauen und anbieten können, wo wir sagen, da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Da sind wir besonders. Ganz banale Frage. Wer kommt da drauf, das zu machen? Also wie kommt man auf so eine Idee, das zu machen? Solche Ideen kommen von den Praktikern. Wir sind sehr viel draußen mit den Landwirten und die Landwirte sagen, ach Mensch, wenn wir den Standraum noch besser ausnutzen können, es gibt Düngenovellierungen etc., wo wir uns genau mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, das Maximale aus meinem Faktor Boden rausholen zu können. Und den Fragen stellen wir uns und haben die dann ins Haus getragen und zusammen diskutiert, wie können wir das lösen für den Landwirt. Querneland war der Erfinder des elektrischen Seegeräteantriebes. Also im Ursprung waren alle Einzelkorngeräte mechanisch betrieben. Wir haben schon in den frühen 90er Jahren sind wir damit angefangen, einen elektrischen Antrieb in unsere Seereihen einzubauen. Das hat den Vorteil, dass ich heute, was heute Standard ist, Applikationskarten abfahren kann. Ich kann mich also während der Überfahrt im Feld, kann ich mich an die Bodenstandortbedingungen pflanzenbaulich gerecht anpassen und die entsprechende Anzahl Saatkörner ausbringen. Wenn ich einen schlechten Boden habe, lege ich weniger Saatkörner, bin ich auf einem guten Boden, dann kann ich höhere Aussaatstärken tolerieren. Und das kann die Maschine in der Überfahrt heute dann in einem Arbeitsgang leisten. Und der elektrische Antrieb ermöglicht das. Und da waren wir halt schon in den frühen 90er Jahren dran. Ja? Geile Sache. Jetzt ist mir da gerade, ich spitzel immer gerade schon so ein bisschen rüber. Ja.
Das sind ja alles Gussteile hier. Jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, diese Gussteile zu machen, das ist wirklich filigran. Ja, natürlich schaut man das jetzt, wenn man weiter weg ist auf dem Feld, nicht genau hin, aber jetzt, wo wir hier stehen, ihr müsst euch das mal angucken. Das ist wirklich krass. Boah, das würde ich mir ja gerne mal anschauen. Das ist richtig geiles Ding. Das ist richtig cooles Zeug. Da können wir bestimmt noch mal zusammenkommen. Warum machen wir das? Ja, wir haben eben gesprochen, Geschwindigkeiten bis 18 Stundenkilometer und wir haben zwei verschiedene Reihenmodelle. Die bauen wir natürlich auf dem gleichen Chassis auf. Das Chassis hat in erster Linie erstmal, es muss die Stabilität leisten können. Aber im zweiten hat es auch noch den Vorteil, dass wir durch diesen, wir nennen das einen Monoarm, ganz viel Freiraum und Zugangsfähigkeit zu dem eigentlichen Seeherz, dem Seeelement, welches meine Präzision ausmacht, geben können. Und wir haben auch keinen Druck und keinen Stress auf diesem Element. Das ist ein sensibles Element. Der ganze Stress wird abgefangen über diesen Monoarm, wird darüber geführt und ich habe da drin eingebettet mein Seeaggregat, welches dann aber auch noch maximal zugänglich bleibt. Hier drinnen sehen wir so eine Technik, die wir eingebaut haben. Hier ist ein kleiner Zylinder, der kann die Reihe mit zusätzlichem Druck von 120 Kilogramm aufschlagen. Wenn ich den Druck wegnehme, hilft diese Feder im Gegenzug, die Reihe zu entlasten. So wie heute sind wir hier auf einem Standort, da haben wir ganz leichte Böden. Da braucht also die Reihe ganz wenig Druck, um auf die gewünschte Tiefe zu kommen. Da kann ich mit einer Entlastung arbeiten. Habe ich jetzt aber schwerere Böden, auf denen ich mich bewege, dann brauche ich vielleicht mehr Druck, um die Tiefe halt immer halten zu können. Und dann kann ich den von der Kabine aus direkt höher fahren und die Reihe dann sicher und ruhig liegen lassen. Nur ein ruhiger Lauf garantiert hier auch eine super präzise Ablage der Saatkörner. Weil darum geht es am Ende für den Landwirt. Vielleicht dann auch nochmal interessant, sowas, diese Kunststofffelgen hier in Schwarz, produzieren wir selber. Wir haben ein eigenes Kunststoffwerk, in dem wir halt solche Bauteile auch fertigen können. Hier hinter befindet sich eine Bienenwabenstruktur, die diesen Speichen aus Kunststoff, würde man ja sagen, wie kann das denn halten? Und da drin ist eine Bienenwabe verbaut worden, sodass wir das heute aus Kunststoff fertigen können und trotzdem hohe Stabilitätswerte bei geringem Gewicht erreichen können. Wir sind heute in der Lage, Kunststoffe zu verarbeiten. Man sieht hier das Seeherz, das Hauptaggregat ist auch aus Kunststoff gefertigt, produzieren wir auch in unserem eigenen Werk. Hier ganz in der Nähe. Und warum ist das jetzt schwarz? Mal ein Beispiel. Das ist nicht nur schwarz, weil schwarz eine moderne Farbe ist, sondern wir können dem Kunststoff Graphite oder elektrisch leitende Eigenschaften zuführen, um statische Aufladung zu verhindern. Wir arbeiten hier mit Gebläsen. Es wird Sand angesaugt. Wo Sand angesaugt wird, entstehen statische Ladungen und die muss ich abführen können. Ansonsten wird heute die sensible Elektronik einer solchen Maschine durch diese statische Aufladung gestört. Und das erreichen wir schon. Das sind hochtechnologische Kunststoffe, die halt elektrische Leitfähigkeit haben. Ja, manchmal denkt man, okay, das ist jetzt nur so ein Plastikdeckel, aber was da Entwicklung reinläuft, das ist echt cool. Also Respekt vor den Leuten, die sich da so reinfuchsen. Ja, vielleicht schauen wir uns das mal im Werk an. Hey, das wär cool, wenn das klappt. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Also mich würde es natürlich brennend interessieren. Schreibt es einfach mal drunter. Also ich glaube, das wäre eine coole Aktion. Machen wir gerne. Bist herzlich eingeladen. Also gut, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Wir wünschen euch viel Spaß. Habe die Ehre. Servus. Ciao.